Herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute, wie ich finde, einer der wichtigsten Themen überhaupt, wenn es um das Thema Silvesterfeuerwerk geht. Ja? Ich denke mal, wir haben einer der schönsten Hobbys überhaupt, respektive die man überhaupt haben kann, zumindest was uns betrifft. Kein anderes Hobby der Welt kann man mit Silvesterfeuerwerk vergleichen. Es ist so einzigartig in dem Moment, wo es passiert, wie gefühlt nichts anderes. Jeder Böller knallt anders, jede Rakete fliegt anders. Es ist eine Momentaufnahme und dies begrenzt. 48 Stunden hat man Zeit, dies legal ausführen zu können. Variiert natürlich von Ort zu Ort, aber ich denke, den Tenor versteht ihr. So, jetzt kommt's aber. Wenn man dieses wunderschöne Hobby ausleben möchte, braucht man Kohle. Logisch, ohne Kohle geht nichts. Geld. Und logisch ist auch, um Geld zu verdienen, braucht es Arbeit. Und da kommt der Punkt. Ich könnte jetzt euch natürlich Jobs sagen, die gut funktionieren, wo man viel Kohle braucht, aber seien wir mal ehrlich, das ist für die meisten irrelevant. Jede Persönlichkeit hat andere Fähigkeiten. Die eine Fähigkeit ist für den einen Job kompatibel, wiederum die andere nicht, obwohl es viele Menschen gibt, die Jobs machen, wo sie überhaupt nicht kompatibel sind, sie es aber nur machen, um Kohle zu verdienen. Sei mal dahingestellt, ob das dann so viel oder beziehungsweise so sinnvoll ist für ein schönes Leben, aber das lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Es geht hier um eine Methode, die fast für jeden Einzelnen funktioniert, eigentlich für jeden funktioniert, nur in einer anderen Dimension, da kommen wir gleich zu, ja, womit ihr es schafft, wenn ihr morgen anfangt, am Ende des Monats, im Dezember, genügend Geld für Silvesterfeuerwerk zu haben, für den Fachhandel, für den Supermarkt, ja. Für den Online-Shop ist die Methode jetzt nicht mehr so gut geeignet, da hätte man Juli anfangen müssen, aber sie ist eben dafür geeignet, dass man schönes Feuerwerk bekommt und ich weiß, dass es Möglichkeiten gibt, in den letzten 3 Verkaufstagen zum Fachhandel zu fahren, der richtig geiles Feuerwerk hat. Ja, in München zum Beispiel ist es der Götterfunken-Feuerwerk, ist es der Pyrowürfel, da kriegt ihr Funke-Sachen, da kriegt ihr Blackbox-Sachen, da kriegt ihr Triplex-Sachen, da kriegt ihr Hast-du-nicht-gesehen-Sachen. Ja, so, schnacken wir nicht lang rum und kommen wir zum Thema. Also, passt auf, ganz wichtig. Ich stelle euch 3 Variationen vor, und nach euren Verhältnissen dürft ihr natürlich gern eine auswählen. Logisch, ja. Und diese Variante hat noch einen Vorteil. Einen Lebensvorteil. Ja, da kommen wir auch nochmal gleich zu. So, das erste ist für Leute, die nicht viel Geld verdienen. Ihr verdient 2.000, 3.000, 4.000. Nee, ist ein bisschen zu hoch. Sagen wir mal alles zwischen 1 und 2.500. Kommt auf die Gegend an. Und euch bleibt nicht ganz so viel Geld übrig. Okay? So, ihr spart jeden Tag mindestens 3 Euro weg. Und ich denke, das ist wahrlich für die allermeisten machbar. So, jetzt kommt's. Wenn ihr zum Beispiel zu viel raucht oder ihr wollt ganz aufhören, ja, dann spart ihr das Geld weg, was ihr eigentlich für Zigaretten ausgegeben hättet. Oder ihr sagt, ich möchte überhaupt keinen oder weniger Alkohol zu mir nehmen, weil das einfach alles so viel ist, dann kauft euch einfach weniger Bierdosen, ja, oder weniger Bierflaschen und spart das Geld weg. So, und das 3 Euro ist eigentlich wirklich fast für die allermeisten machbar. Und wenn es gar nicht machbar ist, wie gesagt, dann verzichtet ihr auf irgendeine Sache, die vielleicht obsolet in euer Leben ist, ja, und dieses Geld kommt dann in die Feuerwerksdose. Und damit habt ihr schon fast 400 Euro für Feuerwerk übrig am Ende des Monats Dezember. Sind wahrscheinlich dann so 350, wenn man dann noch einberechnet, dass es dieses Jahr der 28. ist. Sagen wir mal über 300 Euro. Leute, besser als gar nichts. Und mit 300 Euro, ihr könnt eine saugeile Phenalbatterie kaufen für über 100 Euro und den Rest kauft halt Kleinkram. Dann habt ihr schon ein schönes Silvesterfeuerwerk. Und nochmal, diese Methode ist erstens gut für das eigene Leben, für das eigene Wohlbefinden, für das Durchhaltevermögen, für das Money Management im Leben. Das bedeutet, ihr lernt nicht nur, wie man Geld spart, ihr lernt nicht nur, wie man mit Geld vernünftig umgeht, ihr lernt nicht nur, auf Dinge zu verzichten, die man sonst im Leben mitunter nicht benötigt, weil es zu viel ist, und lernt so einen bewussten Umgang mit
Konsumgesellschaften respektive mit euch selber. Es hat einen exorbitanten Vorteil in allen Lebensbereichen, die man so ausleben kann im finanziellen Spielraum. Und deshalb ist die Methode so phänomenal, weil sie nicht nur für Silvesterfeuerwerk geil ist, sondern auch für euch selber, für eure Weiterentwicklung. Okay, und jetzt kommen wir zur Methode Nummer 2. Und da sage ich, es ist auch für fast jeden machbar. Verdammt, 5 Euro jeden Tag. Damit habt ihr fast 600 Euro am Ende des Monats Dezember, beziehungsweise etwas über 500 Euro. Ich glaube, es waren 560. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. 560 müssen es gewesen sein. Habt ihr so 520 Euro, 510. Also über 500. Und ganz ehrlich, wir brauchen echt nicht darüber reden. Es ist eine Menge Holz. Ja, es ist wirklich eine Menge Holz. Es gibt nur wirklich nur wenige Pyros, die über 1000, 2000 Euro ausgeben. Die meisten machen es in einer Sammelbestellung, dann kommt die Summe natürlich leicht zustande. Aber wir reden hier von einer Person, Leute. Und ihr könntet mit dem Geld, könntet ihr einen geilen Funke China Böller D Schinken kaufen, einen Super Böller 2 Schinken, einen China Böller A Schinken, Raketen und noch Batterien und hast du nicht gesehen. Ja. 5 Euro ist eigentlich auch für die meisten drin. Das ist Methode 2. Und jetzt kommen wir, wenn ihr es so richtig, richtig knallen lassen wollt. Jetzt kommen wir zu Methode Nummer 3. So, und selbst da sage ich, es ist noch immer für einige womöglich machbar. Jeden Tag 10 Euro. Und jetzt kommt der Clou. Seid ihr Raucher, Starkraucher und auch noch Alkoholiker? Dann kauft weniger Zigaretten, weniger Schachteln und weniger Bierflaschen. Und dann habt ihr locker die 10 Euro drin. Oder, weiß ich nicht, geht ihr unnötig auf zu viele Partys? Dann schmeißt doch eine Party mal hin. Dann habt ihr da locker auch mal, kommt immer drauf an, was man alles bestellt, aber auch mal 30, 40 Euro weg. Das sind dann 4 Tage. Leute, es gibt Möglichkeiten. Und jetzt kommt's. Leute, jeden Tag 10 Euro und ihr habt am 27. und am 28. über 1000 Euro für Feuerwerk. Und da kann mir niemand erzählen, dass das wenig ist. Für dieses Geld, ja, bekommt ihr massig Feuerwerk oder massig qualitatives Feuerwerk. Und ich denke, das ist wirklich das, was die meisten wollen. Ich war immer so einer, ich bin voll hängen geblieben bei diesen China-Böllern, D. Weil das ist so, das versetzt mich so ein bisschen zurück, weil früher, als ich noch so ein kleiner Lümmel war, selbst da habe ich die Böller rumgeschmissen, damit hat alles angefangen. Und selbst, ich weiß, das ist kompletter Dreck, das ist Schmutz. Und trotzdem kaufe ich es, weil es halt so ein Flashback in mir verursacht. Aber dann habe ich gedacht, komm, ich gehe auf eine Qualitätsebene und kaufe mir die Funkeböller. Da habe ich eigentlich fast den gleichen Flashback. So diese Retro-Perspektive. Und hab dann auch noch einen schönen Knall und schöne Schnipseln. Einfach nur geil. Ja, es gibt immer Alternativen. Meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Habt ihr Fragen, ab in die Kommentare damit. Oder ihr könnt mich auch gerne per Instagram kontaktieren. Habt ihr noch weitere Fragen, Bedürfnisse, sonst was? Lasst es mich wissen. Ich versuche euch wirklich bestmöglich zu helfen. Und ich hoffe, damit habe ich euch geholfen. Und ich denke, es ist jetzt wirklich wahrlich, habe ich gesagt? Dann fangen wir nochmal neu an den Satz. Es ist wahrlich jetzt der richtige Zeitpunkt, um genau dieses Video hochzuladen, meine Lieben. In dem Sinne, ich wünsche euch nur das Beste. Euer Pyroadler 98.